Moin Moin, es freut mich, dass du dir ein Video meines Kanals Mathe ist chillig anschaust. Mein heutiges Thema lautet Eingriffswinkel Phi bei gegebenen Fräserdurchmesser und entsprechender Schnittbreite, auf Fräsbreite genannt, beim mittigen Stirnfräsen ermitteln bzw. berechnen. Es ist Video 5 der Reihe zum Thema Fräsen. Suchst du hierzu das Aufgabenblatt? Dann siehe auf meiner Homepage unter https://www.mathe-ist-chillig.de in der Playlist Technische Mathe für Metallberufe, Seite 2. Aufgabe. Bekannt ist, dass der Fräserdurchmesser 28 mm beträgt und die Schnittbreite, auf Fräsbreite genannt, 20 mm ist. Ermittle und berechne beim mittigen, es wird auch symmetrischen genannt, Stirnfräsen den Eingriffswinkel in Grad. Ja, hier in Blau hintergeschrieben sind nochmal neue Werte, damit man nochmal das ein zweites Mal rechnen kann. Es sind also zwei Teilaufgaben. Gegeben ist also der Fräserdurchmesser, klein d, 28 mm und die Schnittbreite, auf Fräsbreite genannt, von 20 mm. Gesucht ist der Eingriffswinkel Phi in Grad. Lösung. Machen wir erst einmal ein, zwei Aussagen zu dem Eingriffswinkel. Den Winkel zwischen dem Eintreten des Fräsers und dem Austreten des Fräsers aus dem Werkstück nennt man Eingriffswinkel. Von ihm ist abhängig, wie viele Fräserschneiden zur gleichen Zeit im Eingriff sind. Er ist also beim mittigen Stirnfräsen oder auch symmetrischen Stirnfräsen genannt, abhängig vom Fräserdurchmesser, klein d, und von der Fräsbreite, ae. Das möchte ich euch jetzt nochmal verdeutlichen. Ich habe jetzt hier mal eine schematische Skizze eines Fräsers gemacht, und zwar eines Stirnfräsers. Hier sehen wir den Schnitt des Schaftes. Wir gucken von oben also drauf. Hier unter dem Fräser ist das Werkstück. Und dann habe ich natürlich jetzt hier in diesem Fall dies als meine Fräsbreite, AE, und ich habe das mal jetzt als drei Bilder gezeichnet. Hier haben wir einen Stirnfräser, jeweils mit 8 Schneiden. So, das blaue ist das Werkstück. So, und wenn ich mir jetzt das anschaue, im Bild 1 habe ich den gleichen Stirnfräser wie in Bild 2 vom gleichen Durchmesser. Die Durchmesser sind gleich, aber jetzt habe ich mir ein anderes Werkstück gewählt. Das heißt, die Fräsbreite ist größer. Und wie schon gesagt, wir fräsen ja mal mittig. Das bedeutet also in diesem Fall, wenn ich das Werkstück jetzt anders wähle, das heißt, ich habe jetzt eine größere Fräsbreite, ja, AE2 soll größer sein als diese Fräsbreite, dann habe ich automatisch einen größeren Eingriffswinkel. Was war nochmal der Eingriffswinkel? Das haben wir eben schon gehört. Das ist der Winkel, wo mein Fräser in das Werkstück eindringt und wieder austritt. Das heißt, hier tritt er ein in das Werkstück, da tritt er aus. Bei dem ist es anders. Hier tritt er ein und da tritt er schon aus. Ebenso kann ich natürlich jetzt auch hingehen und sagen, ich nehme die gleiche Fräsbreite. Das heißt, AE2 und AE3 sind jetzt hier gleich. Sieht man ja. Aber ich wähle jetzt verschiedene Durchmesser. Dieser Durchmesser ist jetzt also kleiner als dieser Durchmesser. Und auch dann habe ich unterschiedliche Eingriffswinkel. Und zwar ist dann der Eingriffswinkel für einen größeren Durchmesser kleiner. Hier ist er 80 Grad und da ist er 113 Grad. Ja, und wozu benötige ich den Eingriffswinkel? Eine Sache ist, um unter anderem auch die Anzahl der Schneiden im Eingriff zu berechnen. Das habe ich hier oben mal hingeschrieben. Anzahl der Schneiden im Eingriff. Ja, und wenn du im Tabellenbuch Seite 335 Auflage 47 schaust oder Tabellenbuch Seite 341 Auflage 48, ich spreche hier vom Tabellenbuch Metallverlag Europa Lehrmittel, dann findest du diese Formel.
Die besagt die Anzahl der Schneiden im Eingriff, berechne ich, indem ich die Fräserschneiden nehme, mal dem Eingriffswinkel geteilt durch 360 Grad. Ja, und bei unserem Fräser, ich habe es jetzt mal für dieses Beispiel genommen, habe ich ja 8 Schneiden mal, der Eingriffswinkel sind hier 60 Grad, geteilt durch 360 Grad, da habe ich die 60 Grad eingesetzt, und das ist 1,3 Periode. Ja, und hier habe ich also dann nur eine Schneide im Eingriff. Ja, man rundet hier immer ab. Hier sieht man, das ist die Schneide. Dasselbe habe ich mal hier gemacht. Da habe ich 2 Schneiden im Eingriff. Ja, und bei dem habe ich auch nur eine Schneide im Eingriff. Gelernt haben wir jetzt also, dass der Eingriffswinkel abhängig ist von der Fräsbreite und von meinem Fräserdurchmesser. Schauen wir uns nun erstmal die Lösung mit der Tabelle an. Und zwar, ich rechne für die Ermittlung mit der Tabelle, die ich im Tabellenbuch Metall, Auflage 47, Seite 335 des Verlag Europa Lehrmittel finde. Ja, und solltest du im gleichen Tabellenbuch Metall allerdings Auflage 48 gucken vom Verlag Europa Lehrmittel, dort ist es auf Seite 341. Ja, um diese Tabelle zu verwenden, musst du jetzt erstmal den Fräserdurchmesser geteilt durch die Fräsbreite rechnen. Das war in unserer Aufgabe 28 mm geteilt durch 20 mm und das ist 1,4. Dies ist jetzt die Seite 335 des Tabellenbuch Metall, Verlag Europa Lehrmittel, 47. Auflage. Ja, es geht jetzt hier um Kräfte und Leistungen beim Fräsen. Hier finden wir auch die Formel, die ich eben schon erklärt hatte, für die Anzahl der Schneiden im Eingriff, wo man den Eingriffswinkel ja für benötigt. So, hier wird nochmal erklärt, was AE ist, was Phi ist und was klein d ist. Und wenn ich jetzt ganz unten gucke, dann finde ich hier eine Tabelle. Und die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Hier finden wir jetzt die Tabelle für Eingriffswinkel. Und hier steht geschrieben d geteilt durch AE. Das haben wir ja soeben berechnet. Das war ja bei uns 1,4. Ja, wir mussten ja 28 mm durch 20 mm teilen. Da ist 1,4. Ja, und dann kann ich der Tabelle entnehmen, indem ich da drunter gucke. Ich habe also dann einen Eingriffswinkel in Grad von 91 Grad. Mit Hilfe der Tabelle aus dem Tabellenbuch wissen wir jetzt, der Eingriffswinkel Phi ist 91 Grad. Frage, und wie berechne ich das? Schließlich kann ja ein berechneter Wert in der Tabelle mal fehlen, weil es sind dort ja nur Werte aufgelistet worden für 1,2 bis 1,6 und das jeweils in 0,05er Schritten. Aber was ist zum Beispiel, wenn es 1,8 ist? Und dafür wollen wir jetzt mal die Formel herleiten. Hier habe ich jetzt nochmal den uns bereits bekannten Stirnfräser hingezeichnet mit dem Fräserdurchmesser klein d und entsprechend unserem Eingriffswinkel. So, und wenn ich mir jetzt diesen Bereich genauer angucke, das machen wir jetzt mal, dann stelle ich fest, dass wenn ich jetzt den Durchmesser von dort bis dort beschrifte und ich habe ja hier meine Fräsbreite, dass ich dann mit Hilfe meines halben Durchmessers und meiner halben Fräsbreite entsprechend meinen Eingriffswinkel berechnen kann. Ja, aber dafür müssen wir noch mal kurz etwas wiederholen. Du findest dazu auch ganz viele Videos, und zwar zu dem Thema Winkelfunktion. Allgemein für rechtwinkliges Dreieck, hier ist so eins dargestellt, gilt, dass der Sinus von Alpha gleich die Gegenkathete durch die Hypotenuse ist. Die Hypotenuse ist die längste Seite, die gegenüber vom rechten Winkel liegt. Die Gegenkathete ist die Seite, die gegenüber von dem gesuchten Winkel oder gegebenen Winkel liegt. Ja, und die Ankathete ist die Seite, die da dran liegt. Ja, solltest du da Fragen, Probleme haben, dann schau doch bitte mal in der Playlist Winkelfunktion. Da habe ich mehrere, auch metalltechnische Aufgaben und erkläre das auch ausführlich. Wir haben also jetzt hier dieses Dreieck. Ja, und diese Seite hier ist natürlich dann nur die Hälfte des Durchmessers, also die halbe. Die Seite kennen wir nicht.
Aber diese Seite kennen wir. Und zwar, weil unser Fräser ja mittig verlaufen soll. Also, oder auch symmetrisch genannt, weiß ich, dass dies hier die Hälfte von meiner Fräsbreite AE sein muss, also AE halbe. Ja, das habe ich hier eingetragen. So, und wenn ich dann dieses Dreieck hier habe, dann ist das hier natürlich nicht der gesamte Winkel Phi, weil der gesamte Winkel Phi ist ja dieser Winkel. Das ist ja mein Eingriffswinkel. Sondern ist es dann lediglich Phi halbe, die Hälfte davon, wie ich hier auch eingetragen habe und hier jetzt reingeschrieben habe. So, und daran können wir jetzt auch unseren Sinus anwenden. Wir haben den Winkel, wir haben die entsprechende Gegenkathete und wir haben die Hypotenuse. Also, bei uns ist Alpha jetzt Phi halbe, ist gleich AE halbe, geteilt durch D halbe. Weil das ist ja meine Hypotenuse. So, und dann habe ich hier einen Doppelbruch. Ich habe in meiner Playlist Bruchrechnung auch ein Video zu Doppelbruch auflösen. Es geht also so, dass der Nenner des Bruches, der auf dem großen Bruchstrich steht, dass der unter dem Bruchstrich geschrieben wird und dass der Nenner des Bruches, der unter dem großen Bruchstrich steht, in den Zähler geschrieben wird. Das habe ich jetzt hier gemacht. Ja, und jetzt kann ich die halbe jeweils wegstreichen, also kürzen, und dann bleibt AE geteilt durch D übrig. So, und wenn ich jetzt dieses Phi halbe haben will, oder Phi wollen wir ja haben, wir wollen ja den Eingriffswinkel berechnen, dann muss ich jetzt auf das, was hier steht, den sogenannten Arcus-Sinus anwenden. Das habe ich jetzt hier mal gemacht. Um da ranzukommen, wende ich jetzt also hier drauf und da drauf den Arcus-Sinus an. Also Phi halbe kriege ich dann raus, ist gleich der Arcosinus von Sinus Phi halbe, ist gleich der Arcosinus, weil das ja dasselbe wie das ist, kann ich das jetzt dafür einsetzen, ist dasselbe wie der Arcosinus von AE geteilt durch D. Mit dem, was ich jetzt hier fett gedruckt habe, arbeite ich jetzt weiter. Deswegen habe ich das jetzt hier nochmal hingeschrieben. Phi halbe ist gleich Arcosinus von AE geteilt durch D. Ja, aber ich will ja Phi haben, also muss ich jetzt die Gleichung mal 2 nehmen. Dann habe ich hier Phi und hier steht dann ist gleich A Cosinus von AE geteilt durch D mal 2. Ich empfehle, die 2 jetzt nochmal nach vorne zu ziehen, weil das darf ich ja, weil 3 mal 4 ist 12 und 4 mal 3 ist ja auch 12. Es gilt ja das Kommutativgesetz der Multiplikation. Ich mache das deswegen, ich ziehe das deswegen nach vorne, weil dann besteht nicht die Gefahr, dass eventuell irgendwann mal die 2 hier reinrutscht. Das wäre ein gravierender Fehler. Also Phi ist gleich 2 mal A Cosinus von AE geteilt durch D. So, und damit, das ist jetzt unsere Formel, arbeiten wir jetzt. Lösung mit der Formel. Also Phi ist gleich 2 mal A Cosinus von AE geteilt durch D. Ja, unser AE waren 20 mm, unsere Fräsbreite bzw. Schnittbreite und unser Fräserdurchmesser waren 28 mm. So schreibt man das, aber tippen tut man das so. Ja, und wie das jetzt mit Taschenrechner so getippt wird, 2 mal Sinus hoch minus 1, Klammer auf, 20, 28, Klammer zu, das möchte ich euch an diesem Taschenrechner zeigen. Bevor wir jetzt das eintippen, müssen wir darauf achten, dass da oben das kleine D steht. Bei älteren Taschenrechnern steht ein DEG, das steht für Degree. Das heißt, mein Taschenrechner rechnet jetzt im Gradmodus. Es gibt noch Radiant für Bogenmaß und G für englische Grad. Wie schon gesagt, wenn da kein D steht, sondern ein G oder ein R, dann muss es bitte erst mit deinem Taschenrechner umstellen. So, jetzt tippe ich erst die 2 mal, und zwar 2 mal, so, und jetzt brauche ich die Sinus hoch minus 1 Taste und die ist unterhalb der Sinustaste hier auf diesem Taschenrechner. Das heißt, ich um die gelb unterlegten Tasten zu bestimmen oder Funktionen zu bestimmen, brauche ich die Shift-Taste. Shift und dann die Sinus und dann habe ich hier das so stehen. Hier könnte ich jetzt eintippen, einfach nur 20 geteilt durch 28, indem ich das Geteilzeichen nehme. Oder ich kann auch das mit der Bruchtaste machen, die jetzt hier ist. Dann tippe ich hier jetzt
oben die 20 ein, da muss ich mit dem Cursor runtergehen, da unten die 28 ein, muss nochmal wieder beiseite gehen, damit die Klammer auf den ganzen Bruch sich bezieht. Und jetzt drücke ich hier auf das Gleicherzeichen und kriege dann raus 91,169. Also 91,17 Grad kommt daraus. Und das ist ja auch gut so, weil wir hatten bei unserer Tabelle ja 91 Grad ermittelt. Jetzt mache ich das Gleiche nochmal für die in der Aufgabenstellung blau unterliegenden Werte, und zwar für den Fräserdurchmesser klein d gleich 30 mm und die Fräsbreite gleich 15 mm. Die waren noch gegeben. Gesucht ist der Eingriffswinkel Phi in Grad. So, erstmal die Lösung mit der Tabelle. Ich muss also für die Tabelle im Tabellenbuch, muss ich dann ja d geteilt durch ae rechnen. Das sind dann die 30 mm geteilt durch die 15 mm. Ja, und das ist 2. So, und jetzt schauen wir uns die Seite im Tabellenbuch an. Dies ist jetzt der untere Teil der Seite 335 des Tabellenbuch Metall 47. Auflage, Verlag Europalehrmittel. Ja, und dann schauen wir nach. D geteilt durch AE. Bei uns war es eben 2. Ups. Bei 1,6 hört es auf. Also hilft mir die Tabelle gar nicht weiter. Deswegen habe ich jetzt hier geschrieben, 2 ist nicht in Tabelle. Ups. Ja, also kommt jetzt die Lösung mit Formel. Der Eingriffswinkel Phi ist gleich 2 mal A Cosinus von AE geteilt durch D ist gleich 2 mal der A Cosinus. AE ist hier 15 mm, klein d ist 30 mm. Auch hier wieder darauf achten, dass der Taschenrechner in Degree eingestellt ist, dass da oben ein kleines D, wie so ein DEG leuchtet. So, und wenn ich das jetzt eintippe in den Taschenrechner, tippe ich das dann so, 2 mal Sinus hoch minus 1, Klammer auf, 15, 30, Klammer zu, wie ich es eben bereits gezeigt habe, und da kommt dann 60 Grad raus. Aber das tippe ich nur. Schreiben tut man es so, wenn es wirklich mathematisch sauber sein soll. Abschließend jetzt noch ein Hinweis, ist Phi nicht aus der Tabelle im Tabellenbuch entnehmbar, so kannst du Phi auf alle Fälle mit der Formel berechnen. Ich bedanke mich beim Verlag Europalehrmittel, die Seite 335 des Tabellenbuch Metall 47. Auflage vollständig oder teilweise abfilmen zu dürfen. Das war's nun mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast etwas gelernt. Wenn ja, dann würde es mich freuen, wenn du das Video likest. Ja, und solltest du noch nicht Abonnent meines Kanals sein, würde ich mich über ein Abo freuen. Und wenn du immer wissen willst, wann ich wieder ein neues Video hochgeladen habe, dann aktiviere doch das Glöckchen. Bis zum nächsten Video. Tschüss!